Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Ach, Benderlap ist ja noch gar kein Sechser. Den müssen wir so suchen. Wir spielen jetzt zwei Spiele mit der Bundesliga, wenn alles gut geht. Testen da Second Inform Benderlap, der eigentlich gut abgehen sollte. Moment mal, kommt er vielleicht so schon auf 9 Chemie? Ne, dann muss er das... Was? Nein, was mache ich denn? Verbrauchsobjekt, Positionswechsel, genau. Schauen wir nochmal. Linksfuß, 3 Sterne auf dem Schwachen und Rechtsfuß, 4 Sterne auf dem Schwachen. Okay, dann wechseln wir das, aber ich glaube, da müssen wir jetzt die Spielerrollen müssen wir da, nee, Quatsch, die Spielerrollen können wir auch machen, fällt mir gerade ein, aber das machen wir gleich. Spieleranweisung müssen wir da jetzt ändern, passt auf. Ausgewogene Defensive, ausgewogener Angriff. Ja, der muss hinten bleiben, weil definitiv, boah, dass man das jedes Mal daran denken muss, ist natürlich heftig, weil nämlich Vidal ist der, der ausgewogene Angriff machen darf und Benderlev soll eher hinten bleiben, ist auch der langsamere. Aber wenn der Linksfuß ist, dann ist es natürlich besser mit Benderlev, dass wir mit dem steigenden Linken ins lange Eck den Distanzschuss einsetzen können. So. Und dann muss noch Müller rein. Lustigerweise sind es ja beides 84er, fällt mir gerade auf, aber der Second In von Benderlap ist halt schon kompletter von den Werten her, finde ich. Gerade auch, weil er so einen schönen Abschluss hat. So, ach, ich habe vergessen, Engine zu kaufen, verdammt. Ja, Modest muss weiter getestet werden, hat bisher in 8 Spielen 4 Scorerpunkte. Ich weiß nicht mehr, aber was abziehen mussten. Bestimmt mussten wir auch schon wieder Spiele abziehen. Also wahrscheinlich hat er in 7 oder in 6 Spielen 4 Scorerpunkte. Und er hat sich ja auch ganz okay angefühlt, aber wahrscheinlich der große Zauberer wird er nicht. Wir werden es noch testen. Aber falls jetzt der neue Stürmer, auf den ich hoffe, im Team of the Week drin ist, dann werde ich sowieso den neuen Stürmer da kaufen. Deswegen kaufe ich jetzt erstmal keinen anderen. Also Modest wird jetzt erstmal weiter getestet, bis dann dieses Team of the Week draußen ist und ich weiß, ob dann dieser Spieler drin ist, auf den ich hoffe. So, was wollte ich jetzt machen? Genau. Gut, Hunter brauchen wir erstmal nicht, deswegen gucke ich jetzt nur nach Shadow, weil sobald Shadow halt auf dem Markt ist, kaufe ich mir die. Wir haben nämlich gar keinen Shadow mehr, deswegen nehme ich mir jetzt auch mal 10 Sekunden Zeit, um mir immer wieder zu aktualisieren, nur um rauszufinden, ob vielleicht gerade mal einer auf den Markt gestellt wird. Nee. Nehmen wir Engine. Engine gibt es eigentlich immer. Auch nicht der preiswerteste Stil, aber okay, billiger als gedacht. 1,9. Das verstehe ich nicht, warum Engine so billig ist. Das ist eigentlich ein ziemlich geiler Champions League-Style. 1,6, 1,5, mein Gott. Werde ich auf jeden Fall Engine ein paar Mal kaufen, wird man nicht dann ständig. Oder den brauchen wir auch super oft. 1,4. Ja, dann kaufe ich mir einfach zweimal für 1,4, was soll's. So, und mein Projekt ist jetzt wirklich konzentriert spielen, von der ersten bis zur letzten Minute, Sekunde, wie auch immer. Okay. Schauen wir noch mal kurz nach Shadow. Schade. So, konzentriert spielen und nicht wieder Spiele abgeben. Ich habe jetzt wirklich vielleicht beide Spiele deswegen nicht gewonnen, auf jeden Fall eins nicht gewonnen, das andere hätte ich verlieren müssen. Das ist schon ärgerlich. Wir können jetzt quasi nur noch auf Klassenerhalt spielen. Das ist halt auch wieder ärgerlich, weil ich die Kohle ja eigentlich gerade brauche. Ich habe zwar jetzt über 200.000 frei, aber es werden einige Infos dazu kommen. Also mindestens 2, denke ich, im nächsten Team of the Week. Für die Bundesliga. Und Bundesliga ist ja dann auch das Team, was ich in der Weekend League spielen werde, mit Fitnesskarten. Oh, das wird geil, nur die Bundesliga zocken können. Oh, wird das geil. Oh, ich freue mich schon richtig drauf. Das wird mal eine richtig geile Weekend League. Das waren 2017er Gegner, deswegen spiele ich den nicht. Vor allem habe ich dann nicht mehr das Problem, dass ich fast immer die schlechtere Mannschaft habe und Pässe und sowas verkackt werden. So, jetzt einfach mal raffen, sich für 2 Spiele. Ich glaube, ich muss halt wirklich mich jedes Mal wieder einfach mal so 5 Sekunden in mich gehen und mir wirklich
klar machen, du spielst jetzt, du willst deine beste Leistung abrufen, konzentrier dich, zieh's einfach durch. So, wenn ich das jedes Mal vorher mache, garantiert es zwar nicht, dass ich jedes Mal gut spiele, aber die Wahrscheinlichkeit steigt, denke ich, dass ich dann halt keine billigen Fehler mache. Oh, vielleicht auch ein Bundesligaspieler, der Augsburg hat. Nein, Premier League, das kenne ich ja. Also Premier League kenne ich zur Genüge. Oh, den Inform oder den Once to Watch, da kenne ich nicht. Eriksen, komischer Manager. Ja, ansonsten nichts Besonderes. Das breite 4-1-2-1, so sieht man nicht so oft. Generell sieht man das 4-1-2-1 nicht so oft in der Saison. So, jetzt konzentriert spielen. Komm, das Ding runterspielen. Torschancen anständig. Das macht er gut. Torschancen anständig. Schade. Ausspielen nach hinten. Eine gute Mischung aus Aggressivität und abwartendem Verteidigen finden. Okay. Weiß ich nicht, was Reus da macht. Er geht auf jeden Fall nicht dem Ball entgegen, sondern geht immer weiter ins Aus. Sehr riskanter Pass. Leider gut gespielt. Leider einfach nur gut gespielt. Ärgerlich, dass mein Innenverteidiger, der da vorm Gegner steht, und zwar jetzt hier, ne hier, Sokrates deckt immer um Sokrates, dass er nicht rangeht, sondern nur deckt. Und dann läuft niemand mit dem anderen Spieler. Er kann frei durchpassen und naja, was soll ich da machen? Aber egal, es ist das ein 1-0, wir können hier noch das Spiel drehen. Einfach konzentriert das Ding weiter durchziehen. Aber jetzt haben wir ja zwei Müller im Team, fällt mir gerade ein. Das ist natürlich auch lustig. Einfach das Ding konzentriert weiterspielen. Oh, ich dachte, Müller läuft durch. Habt ihr das wieder gesehen? Wer wieder den? Weiß ich nicht, warum den Modest nicht macht. Den muss er natürlich. Also, das war eine Situation, die muss er machen. Ganz einfach. Den muss er einfach machen. Punkt. Ganz, ganz, oh, ganz, ganz großer Minuspunkt für Modest. Aber wie gesagt, ich wechsle den jetzt nicht raus. Also das, er kann es wieder gut machen. Er hat Zeit, das wieder gut zu machen. Schade, dass der Pass nicht durchgeht. Ah, egal, aber nicht drüber aufregen. Das war halt das 1-1 auf dem Fuß und Modest macht ihn halt nicht. Ich meine, also egal, da muss ich einfach nur auf Schießen drücken und das Ding muss rein. Punkt. Also das ist jetzt so eine Situation, wo ich sage, das ist eigentlich scheißegal, wie du da schießt, da muss halt einfach drin sein. Das macht er leider gut. Macht wieder leider schlecht. Denkt immer, er kann mit Mané einfach durchrennen, ist auch nicht. Hat er jetzt schon ein paar Mal gemacht. Aber wir haben Chancen, das ist gut, wir haben Chancen. Also ich sehe hier Potenzial. Und Modest hätte ja auch das 1-1 machen können. Ich sehe hier Potenzial.
Geil, dass der Vorteil eine halbe Sekunde zählt. Geil. War ein genialer Vorteil auf jeden Fall. Gott, der Gegner spielt echt nicht so gut, ne? Und gegen so einen die Geschichte. Das war gerade ein miserabler Pass von mir, leider. Oh, Müller, lauf doch weiter, Mann. Weil das Krasse war halt auch, dass Modest das mit dem starken Rechten geschossen hat, das Ding. Und trotzdem der Torhüter den Ball hatte. Das ist halt unglaublich. Macht er ne eben so, verdammt nochmal! Also, wenn er jetzt noch ein Tor macht in dem Spiel, und das Tor war jetzt übrigens schwieriger als das erste, mal davon abgesehen, aber wenn er jetzt noch ein Tor macht in dem Spiel, vielleicht noch ein schwieriges, dann nehme ich es nicht mehr übel, dann verzeihe ich ihm, dass er den ersten Schuss so verkackt hat. Das erste Ding, was viel einfacher war. Aber dran geblieben, konzentriert gewesen. Genauso will ich es zu Ende spielen, einfach von Anfang bis Ende gut durchspielen. Der Gegner ist auch nicht mehr gut durchgekommen, hat sich nicht mehr gut durchkombinieren können. Also wir stehen auch in der Verteidigung, denke ich, ganz gut. Von daher jetzt einfach das Ding genauso durchziehen. Ich meine, ich habe jetzt ein viel besseres Team als in der Premier League Weekend League. Daran muss ich einfach die ganze Zeit denken und dann kann ich mich damit auch pushen. Die Spieler machen ihr Ding. Ich muss sie einfach nur gut steuern. Gerade was die Pässe angeht, es ist so unglaublich auffällig, wie viel besser die Pässe ankommen. Man hat viel, viel weniger Scheiße mit drin. Das ist richtig gut. Oh, ich habe auf Ausgeglichen gespielt. Versucht wieder einfach durchzurennen mit Mané. Ich verstehe das nicht, warum er das macht. Das ist so sinnlos. Vor allem Mané hat ja auch, glaube ich, auch keinen krassen Körper oder so. Schade. Sehr schön. Reus ist schon ziemlich platt. Ich lasse ihn mal noch drin. Die kriegen jetzt, glaube ich, auch ein bisschen Fitness wieder, wenn sie die 15 Minuten Pause gemacht haben. So, Müller war bisher super unauffällig, aber ich habe auch ehrlich gesagt wenig über die Seite von ihm gespielt. Dafür kann er ja nichts. Schade. Hat zu lange gedauert. Schiri hat mich gerade aufgehalten. Sehr geil. Schön gemacht von Hummels. Ich muss ganz ehrlich sagen, Müller fühlt sich auch. Ich wusste nicht, dass ich durch bin. Fühlt sich auch nicht so schnell an einem Ball. Also, ich weiß auch nicht. Fühlt sich irgendwie merkwürdig an. Oh, Reus hat echt schon gar keine Power mehr. Ich nehme ihn jetzt doch schon raus. Müller lasse ich mal noch drin, glaube ich. Ribéry, Ribéry. Ich glaube, Bellarabi hat mehr Ausdauer als Ribéry. Deswegen nehme ich dann lieber als zweites Ribéry rein. Und ja, Müller fühlt sich überhaupt nicht schnell an, finde ich, am Ball. Ich weiß auch nicht. Also, der hat, glaube ich, 92 Pace mit Engine. Er müsste eigentlich eine totale Kanone sein. Er fühlt sich überhaupt nicht so an. Also, wenn es so weitergeht. Oh, schon wieder denkt er, kann sich vorbeisetzen. Und es klappt einfach nur. Ah, diesmal nicht. Das war gerade übrigens gut gemacht von Müller. Obwohl er keine Ausdauer mehr hatte. Jetzt kann Reus auch nochmal.
in den Lauf gehen. Darf man auch. Achso, er war dran, aber hätte man auch gerne mal abpfeifen können. Schönes Ding auf Plattenhart. War auch nicht schlecht, wie er den einfach liegen lässt. Ich meine, war einfach nur eine Schusstäuschung. Doppelt schade. Ach ja, Bänderleib ist mir auch gar nicht aufgefallen, fällt mir gerade ein. Kenne ich die Problematik? Schön, dass wir jetzt endlich auch mal Gegner haben, denen es auch passiert. Ohne Scheiß. Oh, Bellarabi, du hast auch ein gutes Dribbling. Das Gefühl, ich spiele gerade. Ach du Scheiße, war das schlecht für den Hummels. Schade. Jetzt rennt er wieder einfach. Aber Bellarabi müsste ihn eigentlich einholen. Oh, das genieße ich gerade so, weil er einfach nur versucht, über seine Pace da durchzukommen. Und wie gesagt, ich spiele ja selber auch über Pace. Ne? Also ist ja nicht so, dass ich nicht mit Pace spielen würde. Aber halt immer wieder das Gleiche machen, einfach nur dumm den Ball da verlegen, das finde ich halt sinnlos. Also irgendwann raff ich auch beim nach dem zweiten, dritten Mal, okay, der Gegner verteidigt das gut, so komme ich da nicht durch und dann ist das Ding halt für mich erstmal gegessen. Und dann versuche ich nicht stupide das die ganze Zeit weiterzumachen. Aber ganz ehrlich, ich komme nicht mehr wirklich durch. Also er muss irgendwas an seiner Aufstellung oder sowas geändert haben. Ich komme nicht mehr wirklich durch. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Nee, Aufstellung ist noch die gleiche. Keine Ahnung. Ich komme nicht mehr durch. Ist die Überlegung, ob ich vielleicht was an der Aufstellung ändern würde. Also wenn, dann würde ich wohl mal das 4-1-2-1 probieren. Und Bänderleib bisher komplett unauffällig. Weder positiv noch negativ, was nicht reicht. Also er muss halt auch positiv auffallen. Mal schauen. Oh, Ringel, Ringelreihe, ey. War irgendwie klar, dass es dann doch wieder so wird. Oh, da kriegt er, nachdem er echt gar nichts gebacken bekommt, bekommt er noch den Einwurf geschenkt. Jetzt bekommt er noch die Ecke geschenkt. Pass auf, jetzt gibt's ein Eigentor. Jetzt gibt's ein Eigentor. Hat Sterling gegen Vardy gebracht, okay. Ach, er ist noch drin! Oh mein Gott. Damit habe ich natürlich gar nicht gerechnet. Oh, Modest hat aber keine Power mehr. Aber wie gesagt, Modest hat dieses eine Ding nicht gemacht und natürlich kein Fall. Hat das eine Ding nicht gemacht, das greife ich ihn noch an, weil er hat auch kein zweites gemacht.
Nein. Zum Glück wusste ich, dass er jetzt einfach bremsen wird. Das war Glück. Weiß ich nicht, soll ich einfach rüberlegen auf Bellarabi. Ja, wir kommen halt aber auch nicht mehr durch. Ich weiß nicht, was er geändert hat. Ich kann mir es nicht erklären. Am Anfang deutlich einfacher und jetzt kommen wir nicht mehr durch. Ich habe die Formation geändert, scheint mir gar nichts zu. Die scheint mir gar nichts zu ändern, die Formation leider. Oh mein Gott, Bendaleb macht die Vorlage, ich habe nichts gesagt. War ein ganz klein wenig Glück am Ende, aber immerhin guter Schuss, guter Pass und ein guter Schuss. Ja, wobei war eigentlich kein Glück, weil der Gegner versucht mich festzuhalten und schafft sich. Also eigentlich war es auch kein Glück. Da war ich am Ball dran. Nice, und dann macht Müller das Tor. Natürlich Müller, wer sonst? Nicht Modest. Der jetzt hätte sich Modest natürlich nochmal ins Herz malen können, wenn er einfach dieses wichtige Führungstreffer in der 90. Minute geschafft hätte, aber hat er halt nicht gemacht. Schade. Dafür aber Bendaleb mit der Vorlage, was natürlich krass ist. Und natürlich probiert er wieder mal einfach über außen durchzukommen. Yes! Nice! Also aufgrund dieser Riesenchance von Modest ist es nicht ganz unverdient, aber aufgrund der zweiten Halbzeit wäre eigentlich das Unentschieden schon insgesamt gerechter gewesen. Tore, Modest und Müller, Vorlagen, Vidal und Bendaleb. Nice, bin zufrieden. Vor allem bin ich zufrieden mit meinem Spiel an sich, dass ich halt wirklich konzentriert war, dass ich versucht habe, mein Ding durchzuziehen von der ersten bis zur letzten Minute und das will ich jetzt im nächsten Spiel auch nochmal. Aber das war jetzt so am Ende ein gutes Ding von Bentaleb, wenn er sich wieder so durchsetzen soll in Zukunft, why not? Aber wie gesagt, er ist mir sonst nicht wirklich positiv oder negativ aufgefallen. Und ich brauch's eigentlich schon positiv. Ich brauch's positiv, Jungs, ich brauch's positiv. Ach, irgendwie ärgert mich das echt, dass ich jetzt alle Verteidiger mit Shadow spiele, ganz ehrlich. Ich weiß auch nicht. Das entspricht einfach nicht meinen in Anführungsstrichen Anti-Pace-Stil. Wie gesagt, LMRM, die Flügelspieler, da brauche ich halt einfach Pace, weil ich sonst mit den Positionen nichts anfangen kann. Also, ich bin nicht dribbelstark, ich kann nicht gut in die Mitte ziehen, ich tue mich schwer mit diesen, oh, falschen Neun und eher schwaches Team, also zumindest im Angriff, in der Verteidigung nicht. Ich tue mich schwer mit den Pässen aus dem Lauf in die Mitte rein. Ich glaube, da tut sich jeder schwer, die kommen halt einfach nicht immer. Ich kann nur versuchen, mit ein bisschen Pace da Druck aufzubauen über die Seite, sonst wird es bei mir nichts. Und deswegen brauche ich auf diesen Positionen da die Pace. Und ich schieße da trotzdem nicht Pace-Tore oder so die ganze Zeit. Also wann schieße ich schon mal ein Pace-Tor? Wenn ich mal alleine durch bin, dann ist es meistens mein Stürmer oder mein ZOM und die sind nicht schnell. Wobei, da habe ich die letzten Chancen auch verkackt, ehrlich gesagt. Das gefällt mir gar nicht. Oh, das gefällt mir aber auch gar nicht, dass es hier so leckt. Ach ja, was machen wir denn jetzt mit Müller? Also. Da war das erste Gefühl auf jeden Fall nicht so geil. Leckt das hart. Und die Latenz war grün, ey. Das ist so nervig. Schade.
gut gemacht von Reus. Boah, geil getribbelt. Oh, das muss doch das 1-0 sein. Das muss doch das 1-0 sein. Fuck! Nur Pfosten, das ist natürlich sehr ärgerlich. Nochmal Pfosten. Fuck, Mann, wir hatten zwei Riesenchancen zum 1-0. Danach hätte der Gegner abbrechen können oder wieso auch immer. Oh, zwei Riesenchancen. Zwei Riesenchancen. Das wird nicht rein. Oh, fuck, zwei Riesenchancen. Müller. Dann Modest. Wieder mal Modest, dann eine Riesenchance liegen lässt. Hust, hust. Aber wie gesagt, ich werde ihn jetzt nicht rauskicken. Das macht jetzt keinen Sinn. Er steht immer noch bei, ich denke so bei ungefähr 0,7 Scorerpunkten. Er lässt sich auf jeden Fall in diesem Versuch, das kann man schon mal festhalten, er lässt sich auf jeden Fall in diesem Versuch schon einen Tick besser spielen als im ersten Versuch. Da habe ich ihn, glaube ich, auch mit dem Chemistry Style Hawk gespielt und nicht mit Marksman, aber er ist nicht, er ist kein gefühlter Falcao, wobei bei Falcao bin ich mir noch nicht ganz sicher. Er hat, glaube ich, auch jetzt in letzter Zeit ein bisschen abgebaut, aber 20 Spiele, 10 Scorerpunkte. Ich glaube, hier können wir auch wieder so 3 Spiele abziehen oder so. Ja, vielleicht müssen wir halt wirklich zu Lacazette zurückkehren. Das ist echt. Aber ich bin, glaube ich, noch nicht durch mit Falcao. Ich bin noch nicht durch. Aber vielleicht ist es wirklich bei Lacazette. Er bringt halt schon so ein bisschen Grundpace mit. Ist ja nicht umsonst ein total gehypter Spieler. Und wenn ich da im November Lacazette spiele, habe ich auch eine preiswerte Version von ihm. Kann schon sein, dass es irgendwann. Aber das Schöne ist, wir haben noch Zeit. Vielleicht kommt bis dahin ja auch wieder ein anderer interessanter Informstürmer für die Liga A raus. Von daher, wir haben ja noch Zeit. Oh nein, keine Fünferkette. Aber das ist eine gute Bewährungsprobe für mein konzentriert Spiel. Nach vorn gut, nach hinten gut. Punkt aus Nikolaus. Fünferkette Premier League, okay. Nehmen wir mit. Und ja, vielleicht kehre ich dann zum November Lacazette zurück. Mal gucken, was die Zeit so bringt. Aber dann werde ich wahrscheinlich auch die Schnelle nicht wieder mir irgendwie den scheiß Inform Lacazette holen, weil ich so viel Verlust schon mit der Karte gemacht habe. Das ist unglaublich. Das ist auf jeden Fall die Karte, mit der ich den meisten Verlust bisher gemacht habe. Das kann man schon mal so sagen. Boah, wie kommt denn der Pass da bitte durch? Da waren drei Spieler von mir.
Und wieder landet er im Arm des Torhüters. Krass. Schade. Hätte man aber auch mehr in die Mitte, nach links ziehen müssen, den Schuss. So, jetzt Modest, komm, du bist groß, du bist Kopfballsteig. Und, oh, ich wusste aber, dass es ein geiler Kopfball wird. Leider ging er halt nicht aufs Ziel. Schön gemacht von Sokrates. Haben sie sich wieder gegenseitig lieb gehabt, meine Spieler. Gut gemacht von Piszczek. Schöner Ball auf Müller jetzt. Och, richtig schwach mitgenommen, die Pace. Lässt sich nicht verarschen, was das Spiel bei außen angeht. Schade. Müller verletzt. Boah, sehr gut, dass Hummels noch da ist. Sehr gut, dass Piszczek da ist. Also meine Abwehrkette macht gerade einen richtig guten Job. Piszczek, Hummels. Laufen sich leider wieder in die Füße rein. Fuck, Mann. Da hat einfach solche scheiß schnellen Konterverspieler. Das geht mir auf den Sack, ey. Jedes Mal ist der Pass gefährlich, ein Angriff von ihm. Dann Laufpass machen wird es vielleicht geil. Schöner Schuss von Modest, aber hat nicht gereicht. War aber auch schwierig, da aus dem Stand einen richtig guten rauszuhauen. Noch eine Ecke, oder? Ja. Boah, das ist ein richtig fesselndes Spiel, weil ich das Gefühl habe, ich kann ein Tor machen, der Gegner kann ein Tor machen. Hallo, schade. Oh, das war dumm. Das war jetzt gerade überhastet. Das war richtig dumm und überhastet, das war richtig schlecht. Tunnel. Schön gemacht von, ich glaube, Bendalab war es. Wenn es Bendalab war, dann war es gerade eine richtig, richtig starke Aktion von ihm. So, Müller nimmt meistens die Pace schlecht mit, aber jetzt, wenn er einmal Fahrt mit dem, dann geht's eigentlich. Die Ecken waren bisher ganz gefährlich, von daher mal gucken. CPU-Kopfball von Modest. Oh, die gehen mir auch auf den Sack, diese CPU-Kopfbälle. Schade. So, jetzt gibt's wieder einen ekligen Konter, oder zum Glück dieses Mal nicht ganz so eklig. Er hat null mal geschossen und hat halt keine Variation in seinem Angriff, aber wie gesagt, er muss nur einmal durch sein mit seinen schnellen Spielern, alleine vom Tor und bums ist das Ding drinne. Jetzt hat er mal zu aggro und zu schlecht verteidigt. Leider bekommen wir da den Pass wieder nicht durch.
das war richtig dumm, ey. Gut gemacht von Plattenharz. Kein Abseits, aber auch keine Pace mehr. Oh, ja, da haben wir dann das Problem, dass die Innenverteidiger natürlich viel mehr Körperstärke haben. Und wenn dann Reus auch keine Ausdauer mehr hat, dann wird es nur noch schlechter. Krass, was für knappe Pässe er gerade durchbekommt. Überlegt gerade, ich glaube, Reus können wir schon wieder kicken. Müller würde ich wieder noch drin lassen. Wieder ein guter Abschluss, aber natürlich schwierig, da auch aus dem Winkel den gefährlich aufs Tor zu bekommen. Schade, der wäre, denke ich, relativ gefährlich aufs Tor gekommen. Dieser Schuss aus der Drehung. Jetzt macht er aber schon einige Fehler im Aufbauspiel. Schöner Scoop-Turn, der leider gar nichts gebracht hat. Sehr gut von Plattenmann. Also es ist echt krass, wie meine Verteidigung einfach ständig dran ist. Boah, was? Aber wenigstens nochmal die Ecke. Jetzt können wir eigentlich auch schon Müller rausnehmen, oder? Ja, hat jetzt so lange gedauert. Jetzt auch Müller rausnehmen können. Dachte ich, da kommt gut. Schade. Der Pass war halt einfach zu risikoreich. Boah, eigentlich krass gedribbelt von Ribéry. Geiler Pass auf Ribéry. Och, es geht wieder nicht rein. Fuck. Also wir haben echt gute Chancen gehabt. Jetzt keine hundertprozentigen, aber gute Chancen. Da hätte echt mal einer reingehen können.
Oh. Oh Mann! Ohne Scheiß, ey. Der hätte echt mal einen reingehen können. Also, und wer macht? Das macht wirklich Modest mit dem starken Rechten. Geil, Mann. Wichtig. Das sind die Tore, die ich von dir brauche, Junge. Genau so und nicht anders. Wichtiges Tor. Und was ist passiert? Wir sind einfach bis zum Ende dran geblieben. Das war auch nur eine Halbchance, logischerweise. Und das war ein richtig schweres Tor. War vielleicht noch nicht mal eine Halbchance. Und er macht es halt aus dem Winkel einfach rein. Und so jetzt bis zum Ende durchziehen. Komm. Einfach dranbleiben, weiter konzentriert spielen. Da beweist natürlich Modest seine Abschlussklasse. Richtig geil. Also er macht anscheinend nur die schweren Tore. Und die leichten, die lässt er dann gerne mal liegen. Dann machen wir sogar noch einen Deckel drauf. Und wer macht's? Ribéry. So geil. Richtig geil, dann haben wir wirklich einen Deckel drauf gemacht. Und jetzt haben wir uns erkämpft, das haben wir uns wirklich erarbeitet in dem Spiel. Das gefällt mir richtig gut. Wie wir uns das erarbeitet haben, man. Nice. Oh, das tut so gut, ey. Wenn man einfach belohnt wird für seine Arbeit. Schön mit Ribéry, der dann noch den Pass hinbekommt auf Müller und dem dann auch flach ins lange Eck, so wie geplant. Nice. Zeigt aber auch wieder, was Ribéry einfach für ein ultra geiler Wechselspieler ist. Kann so gefährlich sein. War so halb geklärt. Also ich habe gedacht, vielleicht schaffst du jemanden anzuspielen. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann ist es halt geklärt. War ja schon relativ weit weg. Geil, Mann. Da noch ein 2-0 draus machen, hätte ich echt nicht erwartet. Ultra geiles Tor von Modest, muss man so sagen. Schön, wie er sich da um den Gegner rumdreht und durchsetzt. Und Bentaleb ist Spieler des Tages. Sehr geil. Tore, Müller und Modest. Vorlagen, Bentaleb. Ja, also anscheinend ist Bentaleb echt. Also gut, es ist wieder nur Momentaufnahme. Gerade von dem Sechser kann man nicht erwarten, dass er wirklich ultra viele Scorerpunkte produziert. Davon mal abgesehen. Aber nice, nice, nice. Moment, was hat denn Bentaleb noch gemacht? Ist er wirklich mit 9-3, mit fast Abstand, nur Müller kommt noch auf die 9. Was hat er denn noch so gemacht? Vorlagen eine, klar. Schüsse 1 von 1, erfolgreiche Pässe. Er hat viele Pässe gespielt, 9 von 1. Das ist mir halt so gar nicht aufgefallen. Also, das ist halt das Ding. Manchmal hast du halt so Spieler, aber es fallen einem fast nur die richtig, richtig krassen Pässe auf. Die Vorlagen logischerweise. Und dann halt die geilen Defensivleistungen, aber er hat anscheinend auch so viele kleine Pässe und sowas gemacht, guter Ballverteiler. Ja, also ich will mich jetzt noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, Goretzka hat ausgedient. Latzer hat mir eigentlich gut gefallen, da hatte ich das Gefühl gehabt, dass er leicht besser ist in Form Latzer als Goretzka. Und wenn Bentaleb so weitermacht, dann würde ich sagen, dass Inform oder Second Inform Bentaleb sogar besser ist als Inform Latzer. Und dann würde ich ihn da stehen lassen. Das gefällt mir sehr gut. So, jetzt würde ich mir gerne nochmal das Tor von Modest angucken, weil es ist, glaube ich, so ein Tor. Moment mal, wie viele Schüsse hat der Gegner gegeben? Null Schüsse im ganzen Spiel. Sehr geil. Aber er hat es probiert. Und das Ding war, also ich finde, der Gegner hat, also ich glaube, das 2-0 ist okay. Das 2-0 ist auch in der Höhe verdient. Aber was die Schüsse angeht beim Gegner, da ist er ein bisschen unter Wert gelaufen. Weil ich glaube, er hatte wirklich so viele Situationen, wenn da mal irgendein Verteidiger von mir ein ganz klein wenig Mist baut, wenn ein Pass von ihm da ein klein wenig besser kommt, dann kommt er da in so eine gefährliche Abschlusssituation rein. Also man hat, also wie gesagt, ich habe wirklich am Ende nicht mehr ganz so sehr, aber gerade in der ersten Halbzeit hatte ich richtig, richtig krassen Respekt vor seinen Angriffen. Weil ich jedes Mal das Gefühl hatte, fuck, beim nächsten Mal kommt er durch und dann rennt er alleine aufs Tor zu mit seinen schnellen Spielern. Also er war nicht so schlecht, wie es vielleicht rübergekommen ist. Muss ich mal ausnahmsweise jetzt den Gegner sogar in Schutz nehmen. Ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich das mache. Aber er war eigentlich besser, als es im Endeffekt dann in der Statistik stand. Das Ergebnis fand ich okay. Hallo, sofort wieder bitte.
So, also erstmal gute Ballannahme. Er stoppt den Ball ja jetzt wirklich ziemlich schnell. Dann dreht er sich rum und hält halt, wie man sieht, den Gegner da auch gut ab, indem er halt so ein bisschen seinen Körper reinstellt, den Arm reinstellt. Und das, glaube ich, gegen Smalling. Und der Abschluss dann an sich ist natürlich unglaublich krass. So, mal gucken, ob wir eine Zeitlupe hinbekommen. Ja, ich drück 100 Mal. So. Ich habe halt echt so überlegt hier, aber was machst du denn jetzt mit Modest? Ich habe mir erst überlegt, ob ich eine Schusstäuschung mache in die Richtung. Wäre wahrscheinlich sogar noch geiler gekommen, glaube ich, weil der Gegner sich direkt. Ja, nee, wahrscheinlich nicht, weil der Gegner bleibt erstmal hier stehen. Das heißt, wenn ich hier eine Schusstäuschung hinmache, dann laufe ich genau den Gegner rein. Also war das. Ich hätte natürlich vielleicht noch auf Müller, der hier steht, zurückspielen können, der dann relativ frei aufs Tor schießen kann, aber ganz ehrlich, da habe ich nicht mehr das Auge gehabt, also den habe ich nicht gesehen. Aber das hier wäre der bessere Pass, sieht man. Müller ist so frei und gerade als ich hier so dastehe, brauche ich einfach nur hier Müller anspielen und er läuft dann relativ frei aufs Tor zu. Klar, es ist dann kein sicheres Tor, vielleicht rennt dann noch jemand in den Schussweg rein, aber das wäre das Bessere gewesen. Sieht man ja auch, wie Müller sich dann hier weiter in die Strafraummitte nähert. Hier, da läuft der Müller einfach perfekt, ne? Also, ja. Aber das, was Modest da macht, ist halt echt krass. Also, dass er da dann aus dem Winkel ins lange Eck durch drei Spieler quasi durch das Tor schießt, war natürlich auch komplett verdeckt geschossen, richtig geil. Aber solche Tore erwarte ich von ihm, gerade mit seinem starken Fuß. Ich kann es ihm noch verzeihen, wenn er das nicht mit seinem schwachen macht, aber ja, das war geil, geil. Also, das war seit langem mal wieder eins der geilsten Spiele. Wir können leider keinen Titel mehr geholen, aber wir können immer noch, wir können immer noch die Klasse halten, das ist natürlich Minimalziel. Ja, was soll ich denn zu Müller sagen? Ich glaube, Müller schafft's nicht. Also Müller fühlt sich okay an, muss ich sagen. Gerade in dem Spiel hat er mir jetzt eigentlich gut gefallen. Aber ich glaube, er ist nicht besser als Dembele. Dembele ist einfach durch seine zwei starken Füße viel variabler, hat einen besseren Abschluss. Drei Spiele jetzt. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, dass er da sich vorbeisetzt. Ich werde ihm, denke ich, schon noch mindestens zwei Spiele die Chance geben. Aber er hat teilweise Probleme gehabt mit der Ballannahme, hat das Tempo nicht gut mitgenommen. Dembele, 149 Spiele und 36 Scorerpunkte. Das heißt, wenn wir mal auf 40 aufrunden, dann sind 120 Spiele in jedem dritten, 140 Spiele in jedem vierten. Das heißt, er liegt irgendwo zwischen 3 und 4 Scorerpunkten pro Spiel, würde ich sagen. Weil wir müssen ja auch wieder ein paar Spiele abziehen, die nicht gezählt haben. Der hat zwischen 3 und 4 Scorerpunkten pro Spiel. Ja, zwischen 3 und 4 Scorerpunkten pro Spiel, Freunde. Aller 3 bis 4 Spiele macht er einen Scorerpunkt. Und ich glaube, er leistet halt so auch sehr gute Arbeit auf der Seite. Und aller 3 Spiele ein Scorerpunkt ist einfach meiner Meinung nach schon sehr überragend auf der Position. Ich denke, Reus hat mittlerweile auch abgebaut, oder? Der macht nicht mehr als 3. So, der hat jetzt 50, der hat 62. Runden wir mal auf 60. Da wären 100. Moment mal, da echt so viele Scorerpunkte? Wir runden auf 60 ab. Das Dreifache von 60 ist 180. Der macht also immer noch mehr als ein Scorerpunkt aller 3 Spiele. Der liegt irgendwo zwischen 1 und ach, das ist ja krass. Der liegt irgendwo zwischen 1 und 3. Also er wirklich immer noch so stark ist, das hätte ich nicht gedacht. Nach 151 Spielen als LM, wie gesagt, 62 Scorerpunkte. Und wir müssen ja hier bestimmt jetzt auch schon wieder fast 11 Spiele abziehen. Das heißt, er ist ja wirklich noch sehr nah dran an in jedem zweiten Spiel einen Scorerpunkt. Klar, der hat ab und zu mal eine Vorlage gebracht bei einer Ecke. Der hat ab und zu mal einen Elfmeter geschossen. Aber trotzdem, das ist ja richtig krass, dass der immer noch so stark ist. Aber das zeigt halt einfach, dass sich mein Gefühl, ja, bestätigt hat. Reus ist einfach der beste Außenmittelfeldspieler, den wir bisher hatten. Weil ein Ribéry hat er in jedem dritten Spiel, also da war ein Tick schlechter. Die Maria ist, glaube ich, mittlerweile auch bei jedem dritten oder so. Aber Reus ist halt wirklich unglaublich.
Ja, aber ja gut, wie gesagt, Müller aller drei Spiele, aller vier Spiele in Scorerpunkt, dann kann er mit Dembele gleichziehen. Also er bekommt noch, wie gesagt, eigentlich müsste ich bei so einer Position, die ja relativ selten Scorerpunkte produziert, müsste ich eigentlich mindestens 10 Spiele machen. Aber ich gehe halt auch viel nach dem Gefühl. Mein Gefühl sagt mir, der ist nicht besser. Aber ich werde ihn wahrscheinlich noch mindestens 2 Spiele testen. Im nächsten Spiel gibt's dann aber wieder die Liga A. Ich hoffe, ich kann dann genauso konzentriert das Ding durchspielen. Also ich mache jetzt nicht in der Aufnahmesession noch eine Aufnahme. Mache ich dann morgen oder mal gucken, weil ich dann Zeit habe. Ich hoffe, ich kann das genauso konzentriert runterspielen, weil je besser ich spiele, desto aussagekräftiger ist natürlich auch die Form meiner Spieler, weil ich ja mehr Scorerpunkte erzeuge, weil ich mehr Tore schieße, mehr Vorlagen mache etc. Deswegen schauen wir mal. Falcao wäre halt echt geil, aber in den letzten Spielen hat er irgendwie nicht mehr so gezeigt, was geht. Aber auch da, er braucht einfach nur im nächsten Spiel drei Tore machen und alles ist wieder gut, ne? Hat jetzt 10 Scorerpunkte ins 18 oder 17 Spielen, das ist immer noch gut. Wenn auch nicht perfekt, schauen wir mal, wie es weitergeht. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.